Jetzt habe ich schon vorhin gehört, du bist jetzt 82 geworden, ja. Im März. An 25er Jahrgang, ja. Und eben, ich weiß wirklich nichts über dich quasi. Wo bist denn du? Bist du da in Sebel geboren? Ja, in Oberäge, es ist so an der Straße. Ja, ja. In dem ersten Haus, wenn man oben ankommt, links. In dem grünen, geht der niederte Haus. Mhm. Und ist jetzt, der Bruder hat es gekannt, dann hat er es verkauft. Ja. Ist jetzt, ich weiß nicht wohl, wie die heißen, die jetzt dort dahin heißen. Mhm. Zuerst kommt ein Stall und dann kommt unser Haus. Ja. Dort bin ich geboren. Aha, ja. Und die 20 Jahre dort daheim. Mhm. Und wo bist du denn in die Schule gegangen? Da in Rand. Das acht Jahre. Ja. No, da war das Nummer 1 noch die beste Note, für die ich alle Jahre noch Luther 1 kam. Da hat man nur ein Zeugnis bekommen im Jahr. Ja, ja. Und, aber ich wäre dann eben gerne in die Sekundarschule gegangen, aber das war schon von einer armen Familie nicht möglich gewesen, dass die Mädchen hochhören durften in die Sek. Und die wären in Buchs gewesen? Ja, die wären in Buchs gewesen, ja. Ja, und was hast du denn gemacht nach diesen 8 Jahren? Ja, ich bin ja 8 Jahre da in der Schule. Aha, du wärst gerne auch nach der 6. Ich wäre gerne nach der 7. Da haben wir nach der 7. Prüfung gemacht. Ja, ja. In der Sekundarschule. Der hätte eben müssen auf Buch sein, aber die haben dann gefunden, es nützt sie nichts. Die den Mädchen. Ja, das ist... Die heiraten ja doch. Und kannst du uns so etwas ein bisschen von der Schule erzählen? Also, wie gross waren denn die Klassen? Also, wie viele Schulzimmer hat es denn? Also zwei. Und oben hat es ein Handarbeitszimmer gehabt. Und jetzt ist der Kindergarten dort. Drei Jahre bin ich zum Lehrer Gantenbein gegangen und 5 Jahre zum Lehrer Müller. Es waren 3 Klassen und 5. Also 3 zusammen und dann oben 5 Klassen. Ja, die 4, 5, 6, 7 und 8 ist dann ein. Und wie ist denn das so ein Ding? Und wie viele Schülerinnen und Schüler? In unserer Klasse waren es schon 8 Stück. 8 Schüler. Aber nur in einem Jahrgang? In einer Klasse. Und im Ganzen sind vielleicht die Bötchen. Und mit 25 waren wir. 25. Wir waren eher eine grosse Klasse. Es hat auch der Kalmer 60. Ja. 60 waren wir. Und ich bin 3 Jahre über zum Lehrer Gantenbein und 5 Jahre zum Lehrer Müller. Und jetzt wohnst du so nahe beim Schulhaus. Ja. Ist gut für dich? Oder? Ja, das stört mich nicht. Ja. Ich bin 8 Jahre da im Schulhaus angewiesen. Ja, also dann hast du eigentlich hautnah erlebt, wie jetzt die Schule ist und wie es zu deiner Zeit war. Wir sind vorher 12 Jahre im Kadrettschule aus Abar gewesen. Also wo wir dann zuerst sind wir dort Franz daheim gewesen und nachher über Zeveln sind wir dann als Abar gewählt worden. Und nach der Schule, wo ich aus der Schule kam, bin in der 8. Klasse, da habe ich einfach im April bin ich aus der Schule gekommen und im Juni habe ich schon mit einer Fabrik. In welcher Fabrik? In einer Stickerei, wo jetzt Volimix ist, also die obere Volimix. Also hinter dem Rathaus oben? Ja, dasselbe, ja. Dort war eine Stickerei. Gewesen. In dem Gebäude, wo jetzt Volimix noch drin ist? Ja. Und dort bin ich dann als Fettnerin bin ich angestellt worden. Was heisst denn das? So kleine Schäufchen füllen mit so Bobinchen. Also die Bobinchen sind schon gewickelt? Ja, und die musste ich rein. Und dann habe ich es, wenn eins ausgegangen ist, habe ich es in die Maschine rein tun. Und mit der Zeit hat man dann Routine bekommen, dass man es während dem Laufen können. Die auswechseln. Ja. Und da hat man einen Anfangslauf von 25er ab in der Stunde. Und wie viele Stunden pro Tag hast du denn geschafft? Ja, 9 Stunden. 9 Stunden. 9 Stunden. Und ich bin im Juni bin ich in der Fabrik. Und nachher habe ich ein neues Velo bekommen. Und am ersten Mittag, als ich wieder gegangen bin, habe ich gedacht, also,
Ich gehe, glaube ich, nur mehr. Ich gehe rein, aus dem Ferien rein. Und nachher habe ich wieder gedacht, nein, es wäre wirklich schade, um das schöne englische Velo. Dann bin ich nicht wieder gegangen. Ja, vom Arbeiten bist du so frustriert. Ja, so irgendwie habe ich wirklich so gestunken, dass ich jetzt eben schon in der Fabrik muss. Und du wärst gerne in die Schule gegangen? Ja, ich wäre gerne in die Schule gegangen. Hättest gerne eine Weiterbildung gemacht? Ja, ich hätte gerne eine Lehre gemacht. Was hättest du denn gerne gemacht? Ja, entweder das KV oder Lehrerin. Aber es war gerne nicht möglich gewesen, dass man studieren konnte. Es war noch weniger. Aber wieso hat man es denn nicht vermögen? Ja. Also du hast einfach von der Familie her müssen. Die Älteste gesehen von 6 Kindern. Ja. Oder? Und mir der Vater hat gebaut, aber ein so ein Kleinbauer. Ein armer Bauer gesehen, oder? Und das ist einfach irgendwie eben in Zeit nur vom Lehrer, die Tochter konnte gehen. Und vom Metzger Martin, die Tochter ist auch gegangen. Eben eigentlich Mädchen sind wenig. Ich bin nicht allein gewesen, wo das nicht gehen konnte. Ja, ja. Aber eben, ich habe mich jetzt nur gefragt, eben, ist es wirklich wegen dem Geld gewesen, oder ist es einfach nicht üblich gewesen? Nein, es war schon auch wegen dem Geld. Vor allem wegen dem Geld. Ja. Und man hat einfach darauf gewartet, bis die Ältesten der Kinder mal ein bisschen verdienen können. Oder? Und ich meine, das war ja wenig gewesen, aber... Ja, ist gleich ein Zustand. Da war es schwer und billig gewesen, oder? Ja. Und dann bin ich eben im Juni in die Stickerei und dann im Herbst 1939 ist der Krieg ausgebrochen. Mhm. Und da haben sie keine Arbeit mehr gehabt. Und da musste ich eine Tuchfabrik fragen. Mhm. Weil dort haben sie dann Arbeit gehabt, weil sie Militärtuch weben konnten. Mhm. Und dann konnte ich gerade fliessen können, ja, in die Tuchfabrik gehen. Ja. Und dort hatte ich sogar 75 Grad pro Stunde. Oh, das war ein riesiger Aufschlag. Ja. Und dann bin ich eben in die Tuchfabrik gegangen. Zuerst musste ich spulen an einer Maschine. Nachher musste ich ins Garnlager, musste den Weber das Material bringen. Und wieder das, was ich nur brauche, dann wieder ins Lager tun. Mhm. Und dann kurz nachher konnte ich lernen weben. Mhm. Und dann hat man Akkord gehabt beim Weben. Ja. Und dann hat man eigentlich dort für damalige Verhältnisse noch gut verdient. Ja. Und das, also dann hast du dich damit abgefunden, hat dir das noch gefallen? Dann habe ich einfach gedacht, jetzt muss ich halt einfach da oben. Ja. Und habe ich dann hingelebt. Und Schicht hat man gehabt, ich glaube von morgen um 5 Uhr bis am Mittag um 1 Uhr, frühe Schicht. Mhm. Und Sportschicht vom 1 Mittag bis am Abend um 10 Uhr. Mhm. Und mit dem Velo ist man einfach gegangen. Ja. Eben, da hast du immer noch in Oberreifis gekommen. Ja, hin und her mit dem Velo. Ja. Und dann in der Fabrik eben, habe ich dann meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Ich war natürlich noch jung gewesen, oder? Und er ist schon 25 Jahre gestorben. Ja. Er war aber 13 Jahre älter als ich. Und das ist dann weitergegangen, als ich dann, mit 16 ist man ja dann erst konfirmiert worden. Mhm. Ja, vorher musste ich in die Fabrik, oder? Ja, mit 14. Ja, ja. Und dann, sind denn viele so junge gsi, der Fabrik geschafft hat? Ja. Und mehr Mädchen? Eben viel Mädchen, ja. Und nachher bin ich in der Fabrik und habe als Weber bin ich dann in der Schicht geschafft, weil und habe dann mein zukünftigen Mann. Mit 19 haben wir genau gewusst, dass wir heiraten. Oder mit einem Tag vor ich 20 war, haben wir geheiratet. Der Vater hat noch mir so unterschrieben. Weil man da erst mit 20 volljährig geworden ist. Ja. Und hat man gesagt, man müsse heiraten. Oder ich war schwanger. Im Juni haben wir das erste Kind gehabt. Ja. Nachher hatte ich, bis ich 28 Jahre alt war, 6 Kinder. Und 11 Jahre keine mehr, und dann haben wir lieber den Nick.
Aber er ist irgendwie, alle haben ihn so gerne gehabt und ist so gut aufgenommen worden. Ja. Und wir haben eigentlich eben gemeint, das sei jetzt endgültig Schluss, oder? Mhm. Aber das ist... Babysachen nochmal ja, überholen. Ja, sicher, ja. Nochmal alles von vorne ja. anfangen. So, weißt du, wo du in die Schule gegangen bist, da, wenn wir nochmal zurückgehen, mhm. was hat man denn da zumal? Hast du Freizeit gehabt oder hast du dann müssen Bauernhof helfen? Ja, nein, im Bauernhof habe ich nicht helfen, aber Kindhüte habe ich müssen. Ah, weil du die Jüngsten bist, ja. Weil die Jüngsten waren ja. eben noch Zwillinge. Mhm. Und die sind im Januar geboren. Mhm. Und das war sehr arbeitsintensiv, da hat man noch keine Pampers. Und kein Papierzeug, hat man alles noch Windeln kann, müssen waschen und spülen. Und ja. Eben selber die Sachen habe ich dann müssen machen. Und mit diesen Kindern, wir hatten so einen breiten Wagen, müssen wir spazieren. Die Mutter hat ja alle müssen helfen, am Bauernbetrieb oder und vor allem den Sommer heuen. Und dann hat man noch als Nebenverdienst hat man noch für die Konservenfabrik Rüebli anpflanzt und Bohnen und Bohwärli. Und dann hat man noch selber müssen zu ihm machen. Also von so Freizeit oder so, das hast du gar nicht gekannt. Und wenn man auch später in der Fabrik hat man nur 3 Tage zur alten Ferien gehabt. Im Jahr? Ja. Und in einer Woche hast du 6 Tage gearbeitet oder nur 5? Ja, also um 5. Nein, 6. Zuerst mal 6. Den Samstag auch noch? Den Samstag vor dem Mittag und am Nachmittag nur. Den, ja. Am Nachmittag Geschichte hat man dann nur mal machen. Ja. Und 3 Tage Ferien? Ja, 3 Tage zahlte Ferien. Ja. Plus die 40. Ja. Ja. Es ist fast nicht mehr denkbar. Ja, ne? Ja. Ja. Und dann war mein Mann war Fabrikmaler in der Tuchfabrik. Ja. Und nachher eben, wo wir dann... Wo haben wir denn gewohnt, wo wir dann geheiratet haben? Ah, hier in so. Aber bei meiner Nana im oberen Stock, es hatte eine 3-Zimmer-Wohnung und dann haben wir dort gewohnt. Mhm. 2 Jahre. Mhm. Und nach 2 Jahren hat die Tuchfabrik diese Häuser gebaut dort in der Gärtlistrasse oben, wo jetzt noch sind, oder? Ja. Und da sind wir dort durchgezügelt, in so einem Hausteil. Ja. Also dort zwischen Bächli und Gärtlistrasse. Ja, ja. Und dann haben wir dort noch mal eine Mädchen gehabt. Also zuerst haben wir einen Buben, eine Mädchen, und die sind das Grabsenspital geboren. Und das dritte ist eben dort in der Gärtlistrasse. Und im 1949 ist die Gadretschule ausgebaut worden. Mhm. Und da haben wir uns beworben als Abwart. Und da sind wir 12 Jahre sind wir im Schulhaus gewesen. Aber, Ihr habt dann nicht in der Schulhauswohnung gewohnt? Wohl, wir haben in der Wohnung gewohnt. Aber im Lohn hat man da, also am Anfang haben wir 180 Franken Lohn im Monat, plus die Wohnung. Gemeinsam? Ja. Und haben beide geschafft? Aber es war dann eigentlich noch kein Vollamt gewesen, weil die Turnhalle ist erst 1956 gekommen. Mhm. Und dann... Und, also wie hast du... Ja. Jetzt noch vorher, wie hast denn du den Krieg noch miterlebt? Hast du da gespürt, dass du bist ja noch den 14 gsi, wo da angefangen hast, oder? Ja. Also da bin ich noch daheim gsi. Ja, und eben nach bist du in die Tuchfabrik. Und mein Mann war dann auch ein Militär gewesen, viel. Mhm. Er hat sicher über 1000 Dienststage gehabt. Ja. Er war bei der Musik, mit der Militärmusik gsi. Und dann hat er so viele Dienststage müssen? Er ist ja... Wir haben noch Fotos, wo er noch in Zürich an einem Konzert, wo sie Konzert hatten. Und in Bad Ragaz hatten sie Konzert gehabt. Mit dem Mann Degazzi, der war ganz ein berühmter Dirigent. Ja.
Und aber hast denn du so etwas da, da gespürt, so in der Nähe? Also, ja, oder nicht einmal so viel? Wir hatten dann einmal geredet vom Evakuieren ins Bündnerland. Oder? Wir sind hier vom Rheintal, wenn es noch schlimmer würde. Und wir haben einfach dann gefunden, ja, wenn man unbedingt muss, aber sonst wegen dem, was wir hegen, also müssen wir nicht fliegen. Und wenn ist denn dein erstes Kind auf die Welt gekommen? Im 1945. Ah, das war gerade ein Kind. Aber wir meinen noch den letzten Ernst müssen machen, wo wir zuerst geraten waren. Sie hätten noch die letzten drei Wochen müssen einrücken. Und dann hat er noch Fieber gekriegt, dann ist er noch krank geworden. Dann habe ich müssen telefonieren, hier in die Festung durch. Und hier zu Lanz hat nur der Lehrer Gantenbein ein Telefon gehabt. Und später der Gop hat hier eins gehabt, der Metzger Martin. Es hat kein Mensch ein Telefon gehabt. Und dann haben sie gesagt, der dort war, ist ein Militär, hat dann gesagt, gut, dann können wir eine Nacht daheim schlafen und am anderen Tag müssen wir wieder telefonieren, ob er kommt. Dann ist er am anderen Tag ist er dann wieder hingerückt. Aber nachher ist dann der Krieg fertig, hat er dann nur müssen gehen. Na gut, und dann haben wir im Gadretsch. Jetzt sind wir im Gadretsch gesehen, haben wir eben dort haben wir nochmal drei Kinder gehabt. Also der Stefan, Christine und Annemarie sind im Schulhaus Gadretsch geboren. Da bin ich eben nur im Spital, da bin ich dort daheim geblieben. Ja. Weil im Gadretsch haben wir dann schon den Komfort gehabt, dass wir warm Wasser hatten und einfach bessere Einrichtung als da. Haben wir natürlich gerne nichts gehabt, dort zu Lanz in der Wohnung. Und dann sind wir 12 Jahre dort gewesen. Mein Mann hat natürlich alles einmal nebenzu. Sonst hätten wir ja von dem Lohn wirklich nicht leben können. Also, wo dann die Turnhalle kam, haben wir dann schon ein bisschen mehr gekriegt. Aber die Aushilfe, Putz, wenn man zum Putz hat, man sollte von heim noch selber müssen zahlen. Die waren also nicht grosszügig gewesen, oder? Die haben jetzt schon 15 Anmelden bekommen, hier für die Arbeitsstelle. Und eben, meine Tochter hat gerade heute gesagt, ja, wir regen eigentlich zu dem, dass wir so eine grosse Familie waren. Sie sind alle weil schön und gut gelebt. Sagen wir eben, sie haben alle das Gefühl, sie hätten eine gute Familie gehabt. Das sei für mich schön. Ein Kompliment, hat sie gesagt. Ja. Und eben, sie sind auch alle, sie arbeiten und haben ihn überall gesehen und können auch Lehre machen. Also, da war mir so wichtig gewesen, dass ich das einfach höchstens lernen kann. Das glaube ich, ja. Und auch fortgehen können, oder? Oder nicht ist da das Oxford gewesen und das Taipei. Und überall, also für die Balzersteine, oder? Ist er natürlich überall rumgekommen. Und im Gadretsch sind wir dann eben 12 Jahre geblieben. Und dann hat mein Mann das Gefühl gehabt, dass er will einfach ganz auf Mal umstellen. Es ist ihm dann irgendwie verkleidet. Also in der ja. Und dann haben wir gekündigt. Und dann haben sie hier den Bahnhof von die Aus von der Bahn hingezügelt. Und er jetzt steht der Altbahnhof. Also in Seefeln im Dorf? Wo der Bodermann daheim ist. Oder? Da sind wir 10 Jahre dort daheim gewesen. Im Bahnhof? Ja. Und der Nick ist dort geboren, im alten Bahnhof. Ja. Das ist. Ja. Und dann nach 10 Jahren hat der Fitsch, wo ihm der Bahnhof gehört hat, also der Vater von der Alice Bodermann, oder in der Bahnhof ist rein gewesen. Und dann hat er gesagt, eben, er braucht es für die Arbeiter. Und dann haben wir... Ist von der Stepperei? Ja. Da ist da das Haus im Bau gesehen. Und da haben wir eben das gekauft. Und sind wieder Garanz. Ja, sind wieder Garanz. Ja. Also dann hast du so beide Dorfteile sehr gut erlebt und kennengelernt. Und nachher hat mein Mann dann eben selber noch wieder geschäftet, oder da.
Und dann, er ist dann über, ja, wo wir auch sind, da. Was sind wir auch? 71, glaube ich, ja. Ja, und genau 11 Jahre nachher ist er gestorben. Mhm. 82 ist er dann gestorben. Und wo wir da gezögert sind, eben, hat er dann nachher noch beim Maler Schädler Zäfel geschafft. Und hat dann mehr Büroarbeit und einfach organisiert und alles selber gerne gemacht. Er hat dann nur was so mögen. Mhm. Und dann ist er im Spätherbst, hat er Schmerzen gehabt, hier am Rücken. Und im Januar 82 geht er ins Spital. Mhm. Und dort ist er auf St. Gallen. Jetzt gab es noch keinen Computer, Tomograf. Ja, ja, ja. Und da ist er auf St. Gallen. Und am Abend hat mir dann ein Arzt angerufen von St. Gallen. Es ist nicht die Bandscheibe, es ist ein Tumor. Oh. Und dort hat ein Tumor an der Wirbelsäule. Ja, ja. Und dann haben sie ihn operiert, aber er ist dann einfach im Juni ist er dann schon gestorben. Eben genau, ja, also ich habe mir 11 Jahre. Ja, ja, gewaltig. Ja. Möchtest du noch weiter? Ich nicht. Du sitzt da nicht? Ja. Ja, nicht so. Wie erlebst du das, weißt du, so Ranz und Zäfel, das Dorf, so, weil man manchmal, ja, eben, heisst ja, uns vergisst man immer da unten. Und, ja, ja. Also, ich würde nicht sagen, ich meine, wenn man kein Auto hat, muss man halt einfach, wenn nichts ist, muss man jetzt wieder verhögen oder, oder eben auf den Bus. Halt. Ja. Eben, wie organisierst du dich? Also, die Post, ja, gehe ich meistens auf den Bus. Und dann gehst du mit dem Bus? Dann nehme ich das Velo bis zum Bushaltestelle. Ja. Zum Glück kann ich ein Velo fahren. Nehme ich das Velo bis dort raus. Und dann gehe ich zum EW-Buchs und steige dort raus. Und dann gehe ich durch zum Coop. Ja, ja. Und nachher wieder zurück. Und dann kann man wieder dort einsteigen und über den Bahnhof einfach wieder direkt hochfahren. Man muss dann zwar ein bisschen warten, aber es ist ja gleich. Ich kann mal die Leute anschauen, die vorbeilaufen. Ich bin laufen, so mag ich nur so. Früher sind wir noch viel gelaufen, sind wir noch viel am Sonntag mit den Kindern auf Oberschau gelaufen. Oder so sollte schon. Sind denn deine Kinder da in der Nähe? Ja, also zwei sind in St. Gallen. Und eine ist in Tegersheim. Und die heute da war, ist eben zu Zürich. Mhm. Und ein der Steff ist in der Nähe von Luzern, zu Meierskappel. Mhm. Und der Hans ist das WZK, der älteste. Und der jüngste Nick hat eben da in der Hostergasse und ein Haus gebaut. Das hat er eben nicht wollen, oder? Das Haus. Er hat wahrscheinlich gedacht, das müsste er mir dann noch nicht. Und jetzt wohnst du da ganz allein? Ja, jetzt bin ich gut. Also vorher habe ich noch unten zwei Zimmer. Habe ich noch vermietet an Studenten vom NTB. Aber jetzt möchte ich es also selber. Nur möchte nur noch etwas selber. Ich habe es gerne nur möbliert, jetzt die Zimmer drin. Weil ich möchte nur so viel putzen. Aha, du hast dann in einem Zimmer gereinigt? Ja, ja. Ich bin dann zwischendrin von 1999 bis 2002 bin ich 3 Jahre in einer Alterswohnung im Bühlhof. Ja. Aber ich weiss nicht, ich habe einfach den Rand nicht gefunden dort. Es hat mir einfach nicht gefallen. Ja. Irgendwie. Also der Kontakt mit anderen Leuten, das hat nicht gestanden? Ich habe schon mit der Frau Ladig bin ich noch viel gegangen. Aber sonst habe ich nicht so einen Kontakt gehabt. Ich bin alle wilde singen. Ich war im ganzen 50 Jahre im Frauenchor. Und davon die Hälfte Präsidentin, 25 Jahre Präsidentin. Also nicht an einem Traum, einfach schon 3 Mal. Dort hatte ich guten Kontakt und jetzt ist der Frauenchor ja eingegangen.
Und selbst muss ich sagen, selbst für mich ist ich eigentlich der Frauenchor. Ja, ja. Bist du denn sonst noch so in einem Verein? Oder ja, das Altersturnen habe ich noch gegründet, mhm. Hier zu Ranz. Ja. Und dann haben wir eine Gräfis in die Turnhalle rein. Mhm. Und sie ist ja jetzt noch, aber jetzt mal, habe ich nur mehr gekommen. Mhm. Und sonst bin ich eigentlich, sportlich bin ich nicht gewesen. Höchstens eben Velofahren, mhm. Oder? Mhm. Mhm. Aber sonst bin ich eben nicht so. Eher musikalisch gewesen. Ja, ja, eher. Und Theater gespielt habe ich auch noch gerne. Mhm. Und mit meiner die Mutter ist der jüngste Schwester, mit meiner Tante zusammen haben wir dann diese Couple gesungen. Mhm. Und dann eine Frau Freiner hat uns dann begleitet auf dem Klavier. Ja. Und dann einmal haben wir an einem katholischen Pfarrer oben haben wir auch gesungen. Und das Lied weiss ich noch, das hat geheißen, so etwas tut einem weh. Mhm. Und dann haben wir irgendwie den Ton einfach nicht ganz richtig verwischt. Erst bei der dritten Strophe, wir haben aber alle Pico hart weitergesungen. Und bei der dritten Strophe hat dann aufs Mal, haben wir ihn dann gehabt. Und dann hat eine gerufen im Publikum, jetzt haben sie gehen, jetzt haben sie gehen. Jetzt haben sie gehen, jetzt haben sie gehen, das habe ich nie vergessen. Und als wir noch im Schulhaus gesehen sind, das hätte man es jetzt auch sagen, haben wir eine Nachbarmädchen, die bei uns war, das Moosberger, das Marlies. Und dann sehe ich sie heim und ich gesagt zu Edith, jetzt hängt Steffi schon wieder am Mädchen, die wir eben da noch mal hatten. Und ich habe Edith gesagt, das macht doch nichts, die haben ja nicht gebankt. Ja, genau. Die hat das Gefühl gehabt, das sei eigentlich kein Problem. Oder? Ja. Ja. Wie ist die Geschichte da eigentlich gegangen? Wo, ist das mal beim Ranzerfest gewesen, was gesagt quasi du bist da die Bürgermeisterin von Ranz? Aha, ja. Wie ist denn die Geschichte gegangen? Ich habe dort ein Gedicht gemacht. Für das Ranzerfest. Und dann haben sie eben gesagt, ich bin sie, der Zeigefinger von Ranz. Und dann haben wir mal einen Brief bekommen, wo ein Zeitungsausschnitt von Walter Eggenberger, dem haben sie doch dann der Zeigefinger der Nation gesagt. Dem 10 von 10, oder? Mhm. Ich bin sie, der Zeigefinger von Ranz, weil ich mal einen Leserbrief geschrieben habe, wo sie dort unter dem Bad Ranz so Wald unten oder Bäume unten hin, habe ich irgendwie geschrieben, ich weiß nicht mehr genau was. Mhm. Aber jetzt wollen sie ja das ganze Bad runterrufen. Ja, ja, ein neues Projekt. Ja. Aber sonst, ich meine, eben die neuen Ranzer, die jetzt zugezogen sind, die kenne ich halt auch nur noch so. Mhm. Hat ja so viele jetzt, die neu. Ja, ist natürlich eine attraktive Wohnlage, ja, da, oder? Ja. Das ist schön. Ja. Und eben, wenn natürlich das Bad Ranz noch wieder aufbauen würde. Also was im Moment, was ich gesehen habe von den Projektplänen, sieht es ganz toll aus. Eben. Ja, wäre etwas Schönes, wo könnte. Ja. Wie hast du so den Steinbruch das erlebt, so, diese Geschichte? Ja, ein grosser Riss, ich habe ein Rissprotokoll gemacht und da hatte ich einen grossen Riss. Oder wir haben da einen Sitzplatz. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, eben, das könnte noch sein, dass mit dem zusammenhängt. Also man hat jetzt nichts gemacht, aber und das Haus, ich meine, ich bin ja nicht direkt vom Verkehr, bin ich nicht betroffen gewesen, oder? Aber ich bin natürlich auch nicht dafür gewesen, dass sie da weitermachen. Jetzt ist es vor der Bauten da oben ein Haus, da sind heute Beton und Mischer und diese riesen Lastauto. Also da jetzt ja, gerade oben? Ja. Ja. Auch die Straße ist völlig verdreckt. Ja, ist grusig, oder? Grusig, ja. Dreckig, die Straße. Ja. Aber sonst, ich meine, ich interessiere mich für alles. Aber ich bin nicht so, dass ich jetzt da meine, ich müsste vor der Pfannenstunde. Aber ich hätte es schon können. Als ich zuerst Präsidentin war im Frauenchor, hatte ich das Gefühl, ich könnte doch keine Begrüßungsansprache halten.
dann hat dann der damalige Dirigent Ernst Eschbacher gesagt, ich hätte noch eine Ahnung, wann hat man da so einen Zettel gebraucht. Und dann habe ich es dann übergewogen und nachher hat er gesagt, ja, ich sehe eine ganz gute Konferenz. Aber eben, ich habe vielleicht eben manchmal ein bisschen zu wenig Mut gehabt. Und ich meine, ich habe natürlich jahrelang so eine große Familie gehabt, dass ich eigentlich außen nicht viel konnte mitreden. Also im Kirchenraum bin ich noch gesehen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, ich glaube, 3 Amtsdauern. Ja, ja. Ich bin noch im Kirchenraum gesehen. Eben, also hast du dich schon engagiert, Dorfleben, was möglich war. Und das Haus, einmal haben sie mich noch gefragt wegen der Schulrat. Dann habe ich aber gedacht, ja, also wenn wir nicht einmal in Trial zu sein, können wir doch nicht Schulrat werden. Dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Und dann haben sie die Frau Lührer vorgeschlagen und die Seb ist dann nicht geworden. Mhm. Und nachher ist dann die Ursula Tschung geworden, oder? Ja, sie ist ja schon wirklich gut gewesen, oder? Ja, ja. Ich muss sagen, ich habe mich schon interessiert, wenn alles was gelaufen ist. Aber eben, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu schüch gewesen. Und von Hause aus sind wir eher gewesen, nicht so für Rüstung. Also meine Brüder sind ja zwar, der Heir war ja Bankverwalter gewesen, in Zevala. Eben der Heir, erinnerst du deinen Brüder? Ja, er ist mein Bruder, ja. Er ist ja Schulratspräsident. Ja, der ist ja Präsident gewesen, ja. Wir haben hier, wo, weiss ich, wo sie jetzt den Neubau eingeweiht haben, haben wir, da habe ich auch jetzt einen Vers geschrieben und habe ihn gerade letztens noch durchgelesen. Also dann hast du noch gerne so Gedichte gemacht? Ja, 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 Schnitzelbänke und Hochzeitsseiten habe ich auch gemacht. Und eben so für, wie beim Ranzerfest. Ja, eben, aber das Gedicht vom Ranzerfest, hättest du das noch? Ja, ich müsste vom Zeigefinger, das wäre vielleicht noch. Ich müsste mal schauen, ob es wirklich überschaut wird. Vielleicht würde es auch in der heutigen Zeit passen. Ja, ja. Aber dann bist denn du nicht mehr da gewesen? Ja, ich bin auch noch. Ah, bin ich habe einen Chinchilla drin, da hast du mir den Käfig. Chinchilla im Zimmer drin, da haben den Käfig gefressen und die Hauptschulzimmer oder hat es dann noch gerettet. Wo? Das hat ja nicht nur den Nick. Also, ein verdammter Kalk, das ist leer, da sind manchmal kein Dreck fest. Ah, Vielleicht weißt du noch ein paar Geschichten über die Lehrer, nachher erzählen könntest. Ja. Was war das Beste, was du erlebt hast mit denen? Eins habe ich mal aufgeschrieben, im selben Büchlein, das waren unsere Lehrer. Und der Lehrer Gantenbein hat, wir sind im Vater... Also der Werner Gantenbein? Nein, oder ein anderer Gantenbein? Der Leonhard Gantenbein, der ist schon lange gestorben. Der ist schon von daher, ja. Und da haben wir... sind wir am vordersten Bank gehockt, das Babitli, jetzt heisst sie Meier, da hat sie Rainer geheißen. Und der hat er uns erzählt vom Ruhrkäppli. Und er hat eben gesagt, dass sei der Wolf gekommen und hätte so geschnappt, er hätte so wow gemacht. Und da ist ihm gerade die Prothese rausgekommen. Da ist die Prothese so über den Tisch durch. Und wir haben doch nicht gewogen, richtig zu lachen. Und er hat sie so wieder gepackt und geschnappt. Das habe ich dann eben aufgeschrieben. Ja, Frauen sind bessere Männer. Aha. Das hat mein Mann noch nie gemacht. Er hat es zwar jetzt nicht gerne gemacht. Also du hast es gewünscht, dass er das ja, macht? Ja, ich habe gesagt, dann sollen wir es machen. Aha. Hat er gesagt, ja, wahrscheinlich. Und dann ja, und ist das da irgendwie um das Frauenstimmrecht? Ja, um das Frauenstimmrecht. Ja. Also da hast du dann engagiert? Ja. Schön. Und da ist eben Frau Lade, die ist einmal von Grabstour, da ist sie von einem Sängerfest allein heimgelaufen. Weil sie meinte, wir gehen dann nicht heim. Und sie müssen... Sie ist dann durchgelaufen. Ja,
Das Ranzerfest. Ranzerfest, das ist halt einfach mal doch der Beste. Mit Ching und Bum und Tatara ist schon Ousig wieder da. Viel ist zwar nicht gut auf dieser Welt, alles dreht sich noch um das halbe Geld. Hätten die Leute stattdessen auch ein bisschen mehr Geist und Verstand, sah es besser aus im Mengenland. Das passt vollkommen auch heute noch. Doch heute, wenn wir uns richtig freuen, bei Spiel und Spass, nichts soll uns reuen. Um 17:30 denken dran, gehen wir dann sogar auf Amerika. Hopp, hopp, Schweiz, da wir den Kreien. Beim Gary sitzen wir in der ersten Reihe, da haben wir am Fernseher gehabt, das war ein Fußballspiel. Ja. Ganz nach, da wir dann zusammenrücken und den Schweizer den Daumen drücken. Dazu gibt es erst noch für ein paar Heller zu essen und zu trinken beim Rudi Gfeller. Mit viel Hilfe von guten Geistern wird er am grössten Ansturmmeister. Zum Dessert gibt es den Kaffee und Kuchen. Den muss er unbedingt versuchen. In aller Ruhe kommt er dann hier noch geschaut. Die hübschen, schönen Ranzerfrauen. Tanzmusik soll es dann unten geben, da kannst du dann die hinteren Führer nehmen. Rang verlesen etc. etc. kommt dann nachher unten dran. Schöne Preise, man kann sie darauf verlassen, haben wir von edlen Spendern bekommen. Alle, die geholfen haben, nach und nöcher, sollen leben hoch und höher. Zum Schluss möchten wir nach allen danken, den Kleinen, den Grossen, den Runden und den Schlanken. Sind lieb miteinander. Und nach dem Fest, das sagen euch die vom Karwendernest. Warum sind wir über das Karwendernest gesagt? Dudlertal und das Karwendernest. Aber Dudler hat jetzt keiner die Opto. Nur am Graben aus ist schön. Aber das ist nicht das Gedicht, das auf Zeigefinger nicht. Das wäre höchstens eine Strophe, die ein bisschen kritisch ist. Einen Leserbrief habe ich auch geschrieben, aber jetzt eben dann nicht mehr da ist nochmal vom Ranzerfest. Es gibt hier zu Ranzer so manches, wo man direkt polizeilich verbieten sollte. Zum Beispiel im Werchtig die Narrete so lästige Lastautokarrete. Das ist gut, ja. Dann aber das darf man nicht bestreiten. Hat das Ränzli halt auch ganz tolle Seiten. Zwar haben wir jetzt auch keinen Laden mehr, darum haben wir uns hier im Treffpunkt gesehen. Vom Mairat haben wir Bewilligung bekommen und das Lokal zur Benutzung übernommen. Frisch malen tut es dann gratis und subito in einem Schuss der List Hanfredo. Dann wird alles geputzt und poliert. Frauen und Männer werden mobilisiert. Färben, nähen, basteln, kranzen. Und der Ranzer Gärtner schenkt uns wunderschöne Pflanzen. Wir hoffen, dass in vielen Runden wir hier verbringen schöne Stunden. Heute klingt das sicher sowieso. Für das bürgt Zeveler Musik und das Trio Brisago. Immer eine kritische Strophe dabei. Ja. Das ist noch unser Hund. Wir haben 14 Jahre einen Hund. Oder hat er nicht? Ist ein Aufsatz von ihm. Ja, ist ein Aufsatz von ihm. 5 1/4 hat er bekommen. Ja. Ist von dir noch? Mit dem Lackerfell ist er nicht mehr gut. 1b, das ist Oberstufe. Das ist Oberstufe Säcke. Ja, ich glaube es ja. Erinnerung ans Schulhaus Gaderitsch. Im Frühling 1949 sind wir mit Bangen
im Schulhaus Gaderitsch als erste Abwart gegangen. Sie war noch kleiner und noch keine Turnhalle. Und uns tut es hier wirklich recht gut gefallen. Für die Anstellung bedanken wir uns herzlich. Bedanken. Der Monatslohn war nicht gross. 180 Franken. Die Wohnung frei, etc. etc. Und drei Kinder haben wir ja hier erst gehabt. Später im Schulhaus tut dann der Storch uns noch drei bringen. Trotz allem haben wir aber gleich mögen lachen und singen. Die hier und da Menge fehlende Kohle muss der Steffi dann halt mit Mahlen holen. Schulhaus putzen, Herr Jemine, da hätten ihr uns dann sollen sehen. Ohne Maschine mit Kessel und Lumpen, da haben wir tagelang im Schulhaus rumgekumpen. Wenn ich dann zwei Kühe beim Gräsen gesehen habe, dann habe ich gesagt zum Steffi, meinem Mann, schau mal raus, schau, ich will die Welt gleich hochkommen. Und die Turnhalle tut dem viel Arbeit bringen, sogar am Abend muss man viel noch springen. Gefreut und gefreut halten sich gerade so die Waage. Darum können wir dann 1961 mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir werden gewiss, es ist nicht vermessen, die Zeit im Schulhaus nie vergessen. Am Norbert Wyss und seiner Frau kann man das Bauwerk sicher ruhig anvertrauen. Alles Gute für Gross und Kleine, wünscht die alte Abwartin. Das ist von einem Geburtstag, wo der Max hier oben hat, 19. Miteinander 100 Jahre alt waren. Das habe ich mal auf eine Weihnacht bekommen, von einem Grosschen. Ja, ja. 93 Jahre. Ja. Ich habe 10 Grosskinder, noch 1 Jahr Grosskinder. Ja. Aber eben, von 7 Kindern ist ja nicht viel. 10 Grosskinder. Das sind Protokollauszüge vom Frauenchor. Ja. Also aus einem alten Protokoll. Ja. Von 1925. Wer hat das erste Lied gedacht? Das ist mehr zu uns. Das ist im 92. Ja. Es gibt hier zu Rand. Das ist gleich wie. Das ist gleich, wie ich schon gelesen habe. Ja. Und das ist noch mein Bruder, das ist der Heuer in Rainer. Ja. Mein erster Schultag. Das war Rechnung, Voranschlag. Ja. Der Sachser und der Siefer Türli. Alle barfuß. Ja. Ja. Feiner könnte das sein, das bin ich. 1926. Ja, schön. Das ist hier zu Rand oben, da, wo wir eben zuerst daheim waren. Das ist auch die da eben daheim, ist ja. Aus dem Haus. Ja. Und da habe ich mal im Radio geschrieben. Ferien damals, 1936. Als ich 11 Jahre alt war, wurden unserer Familie Zwillinge geschenkt. Ich war dann die älteste von 6 Kindern. Ferien, das Wort wurde damals noch sehr klein geschrieben. Im Frühling 3 Wochen, im Sommer 4, im Herbst nochmals 3 und zu Weihnachten 1. Aber natürlich nur in der Schule. Zu Hause wurde dann das Arbeitsprogramm nach diesem Plan ausgearbeitet.
Im Frühjahr musste die Mutter mit dem Vater zusammen Kartoffeln und Mais anpflanzen. Im Sommer war Heuet und in den Herbstferien begann dann das Ernten und Einsammeln. In den Weihnachtsferien wurde noch das Schwein geschlachtet, was dann schon fast ein Fest war. Und in all diesen Ferien durfte ich Kinder- und Küchenmädchen sein. Später, als ich dann als Weberin in einer Tuchfabrik arbeitete, gab es dort nur 3 Tage bezahlte Ferien. Diese wurden dann dazu benutzt, der Mutter zu helfen, die Betten zu sonnen und den Hausputz zu machen. Bei einer Familie mit 9 Personen, Vater, Mutter, Großvater und 6 Kinder, war das auch nötig. Als höchstes Ferienerlebnis für mich galt damals noch eine Velotour über St. Luziensteig. Das war herrlich, Agatli Hackmann. Von Uli Beck gelesen, Radio DRS, 8. August 1995. Schön, hey. Wann hast du denn das erste Mal richtig Ferien gemacht? 1978 sind wir der Mann und ich eine Woche auf Lawine. Es war so eine Wanderwoche, Menge Dinge an der Lawine. Also das ist für uns, von dem Heftchen für uns, ist ausgeschrieben. Ja. Sind wir dort sind wir gegangen. Das sind deine ersten Ferien, also erste mit Ferien auswärts schlafen und Doktor so. Die Tochter war da gewesen, dann und hat dort, und da haben wir den Hund schon gehabt. Und dann hat sie eben zum Hund geschaut und ist dort geschaut, und nicht. 78 ist das? 78, ja. 45 haben wir geheiratet. Aber ich meine, wir sind nicht allein, sie war so angekommen. Es hat ganz viele Leute gehabt, die von Ferien nicht. Ich meine, heute meine eine Tochter, die ich habe, die in St. Gallen ist, die ist jetzt in Costa Rica. Ich meine, ich habe gesagt, wir haben früher gemeint, wenn wir mal auf Zürich sehen. Was sie eine Weltreise, oder? Ich hatte eine Tante in Zürich. Und habe dann eben schon mal zu deren Ferien, also vielleicht einmal über eine Woche nehmen oder so. Dann, wo wir einmal in der Stadt sind, sie hat nur eine Tochter, kann ich schon früh wie die Frau geworden. Das war die Frau von meinem Vater, Mutters Bruder. Und da hat die Tochter gesagt, am Agatli sieht man es gerne da, dass es vom Land kommt. Dann auch Kompliment fehlen. Ja. Ich weiß, es chillt. Da bin ich mal in einen Englischkurs gegangen. Hast du noch Englisch gelernt? Ja. Bist du dann auch mal in einem Englisch, also im Ausland bist du dann später auch? Ja, gewesen? Ich habe schon, der Steff hat mir mal mitgenommen. Er ist jetzt Glasgow und noch Schule gemacht. Da muss ich dann mal noch, das kann ich gerne mal gut lesen. Ja. Ich Der Steff hat Maschinenzeichner gelernt bei der Balzers und ist nachher hat dann eben noch in Glasgow hat er noch eine Schule gemacht, 4 Semester. Und da, wo er eine Prüfung hatte, hat er das Diplom bekommen, haben sie mich eben mitten auf Glasgow. Wir können bei Bekannten von ihm übernachten. Und einen Tag haben wir noch ein Auto gekriegt, um ausfahren. Das war 1999. Und einmal hat meine Tochter mit auf Wien raus. Und wo der Nix Oxford war, sind wir auch mal auf Oxford, sind wir dann besuchen. Aber auf Amerika habe ich es also noch nie gebracht. Und in Amsterdam waren wir auch mal. Da waren wir im deutschen Seefeln aus. Ah, mit dem Frauenchor, oder? Nein, mit dem Fitsch, mit dem, der die Stepperei hatte, die Oval hatte. Wir sind von der Auffahrt bis zum Sonntag. Und dann sind wir eben von Seefeln weg, sind wir noch mit dem Gar auf Amsterdam. Und was ich bin, ein paar Mal bin ich auf Verona.
In der Oper? In der Oper, ja. Taida habe ich gesehen und La Traviata, der Nabucco. Das war also super. Super gesehen. Und dann sind wir nochmal nach Venedig. Eben von Verona weg sind wir auf Venedig. Ja, würdest du denn jetzt noch irgendwo nach Amerika gehen, wenn du Gelegenheit hättest? Ich weiss es eben nicht, ich bin auch gerne. Also ich bin nur so reiselustig. Aha. Aber hast du jetzt nicht gross das Gefühl, oh, da habe ich weiss gut was verpasst? Oder nein, so, oder? Nein. Also du machst einen zufriedenen Eindruck? Und jedes Mal, als ich auch gehen konnte, bin ich, habe ich Freude gehabt, oder? Und haben wir so schön gehabt. Ja. Und als ich zu Wien war, da hat eine, die Rosa hat geschäftlich raus und ihre Firma hatte raus eine Wohnung gehabt, oder? Mhm. Dann konnte ich Leute schlafen. Und dann hat sie seine Billette für Konzerte und diese Sachen bestellt gehabt, oder? Alles organisiert gehabt, dass wir dann keine Leute schon gehen konnten. Da war ich schon geschätzt, aber eben, das war dann, gewesen, wo mein Mann schon noch war, oder? Nein, mit den Kindern, ich meine, eine Tochter war 2,5 Jahre in Südafrika. Die älteste der Mädchen dort, die neben dem Hans, so wie auch. Und die hast du aber nie besuchen können? Nein. Sie hat dann gehört, jung geheiratet, also ein Schweizer, oder? Und die anderen sind eben, der Nick war schon in England in der Schule. Und er hat seine Frau jetzt dort kennengelernt, das ist eine Japanerin. Ja. Aus Sapporo. Du kennst ja die Tochter, oder? Wo in die Schule geht. Ja, die Frau kenne ich auch. Kennst du auch? Ja. Kennst du drei auch? Und der Steffi über war in Glasgow. Ich hätte jetzt nie gedacht, sie dürfen nicht kommen, oder? Sie haben wirklich selber müssen, dann müssen sie arbeiten wieder. Temporär eine Zeit lang. Und dann Anna-Marie, die jüngste von den Mädchen, die war dann noch politisch engagiert bei der damaligen Boch. Und dann hat sie nach St. Gallen. Haben sie dann ein Plakat aufgehängt, das man nicht hätte dürfen. Und dann hat sie scheinbar die Polizei gekommen. Und dann hat sie die Kleber gegen den Polizist die Schuppen abgestrichen. Und dann hat sie es noch ein bisschen reingelassen. Und dann sah es noch ein Seefeller. Und der hat dann noch den Vater gekannt. Und ich gesagt, wenn das der Vater wüsste. Und ich gesagt, ja, sicher hätte er keine Freude gehabt. Du weißt, wie jeder, oder? Hä? Der weiß wieder. Der Sulzer, ja, genau. Der Sulzer, ja. Da bin ich der Präsidentin gewesen, Frau. Krippenspiel. Ja, das haben wir dann auch vom Chorus gemacht? Die Sachen also, haben wir schon vom Chorus gemacht. Ja, aber jetzt, du hast ja gesagt, auch Theaterspiele hast du gerne gemacht. Theater gespielt haben wir noch mal eins von Hofmänner. Frühling, ja, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Da habe ich auch gespielt, da haben wir zuerst um König und nachher an der Krone und haben wir es gehabt. Und eben vor allem haben wir meine Bärsi, das Bärsi Bädli und ich haben viel miteinander eben so komplex. Ja. Dann hast du irgendwie noch einen Wunsch für Sevele, so als Schlusswort? Oder was findest du, was noch? Man bräuchte ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder einmal nach Zeeval im Altersheim lande. Oder ohne ich dann einmal. Ich weiß nicht, wie lange sie noch da daheim sind. Also da haben wir eben einen Vertrag gehabt. Mit einem Mieter. Das sind 3 Jahre Vertrag, wo ich Zeeval bin. Und dann hat er ein Haus gebaut und nachher sind sie dann ausgezogen. Und dann haben meine Kinder gesagt, oh, dann geh doch du wieder da. Dann kommen wir auch wieder hierher.
Und jetzt, sie kommt schon einfach umeinander, jetzt am Sonntag. Und eben heute war so die Tochter da. Aber eben ist ja ein grosses Haus, also ein Schutztor. Ja, es ist ein 6,5 Zimmer und da hat es einen grossen Sitzplatz draus, oder? Ja gut, aber wenn du nicht mehr magst, kannst du ja noch zuerst irgendwo sonst in eine kleinere Wohnung. Ja, ja, außen nur mehr. Also, selbst mag ich als eine Nummer machen. Mhm. Vorher habe ich halt nur selber gemeint, also, aber selbst mag ich als eine Nummer. Mhm. Und ich meine, ich habe nicht, ich habe keinen grossen Zins, dann kann ich auch mal den Gärtner haben. Also. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja da der Patrick Kappmann. Ja. Und sie haben es tiptop gemacht. Also, sie haben schon zweimal gehabt jetzt. Und er hat es wirklich tiptop. Und einfach mehr es kostet, aber immer am Rahmen. Also. Ja, das ist vernünftig. Und ich meine, der Nick, immer wenn er jetzt selber ein Haus hat, oder, hat er auch mehr. Er hat auch viel selber gemacht nach dem Haus. Aber. Und eben so von den Senioren, helfen Senioren, da würde ich nicht gerne schon anstellen, weil hinten da ist ein Rechtsbord. Mhm. Und ich hätte Angst, dass vielleicht ein Unfall macht. Ja. Mhm. Das wäre mir also gar nicht recht. Dann will ich lieber jemanden, der professionell macht. Ich meine, das kann auch selber etwas passieren, aber dann muss man nicht ein schlechtes Gewissen haben. Eben, oder? Das sind meistens noch Jüngere. Und so ist Seniorenforum oder so etwas, gehst du auch bei dir mal denen einen guten Vortrag? Ja, das weiß ich, aber dort bin ich also nie gegangen. Eben. Auch wegen dem Hinkommen? Ja, oder so. Irgendwie ist es ein bisschen umständlich. Ja. Und das Technikum auch. Ja, sind sie jetzt im Technikum BZB, oder BZB? Ja, und BZB sind sie. Ja. Der Ding ist, im Kirchenchor bin ich auch noch ein paar Jahre gegangen. Aber da ist mir nachher einfach zu streng geworden, die langen Proben. Ich bin mit dabei. Ich war schon als jung, mit Mutter hatte ich Krampfadern. Und ich bin nur gerade so ein gutes Fuss, oder? Man merkt schon, dass man einfach älter wird, oder? Ja, das ist so. Wenn ich dann dort auf dem Bank würde, auf den Stuhl hocken, bei mir wie das Buchs. Wenn ich Leute sehe, vorbeilaufen, dann denke ich, die hätten können noch mal besser laufen als ich. Oder? Aber ich bin eigentlich der Typ, der ich denke, man muss jeden Tag so nehmen, wie er kann. Ja, schön. Ich bin nicht fromm, aber eben, man muss dem Herrn Gott danken, wenn man Alltag nach aufsteht. Mhm. Ja, dann danke vielmals. Ja, ist gerne geschehen. Und da dürfen wir sicher eine Strophe oder so rein. Hm? Eben eine Strophe, so eine kritische, dürfen wir dann schon rein. Die haben wir ja jetzt. Ah ja. So zur Auflockerung.